was draußen, ich bin Sian von Buddies Tonight und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute haben wir die lang ersehnte XXXXXXXXL Mail Day am Start. Ich habe ja schon seit einigen Wochen und Monaten wahrscheinlich schon davon immer geredet, dass ich noch ein Paket aus Amerika erwarte mit Premium-Karten und ganz so drum und dran. Und jetzt ist es endlich soweit, ist es vor mir und ich habe schon aufgemacht, es ist schon geöffnet worden. Ich habe die meisten Karten, würde ich sagen, schon gesehen oder viele auf jeden Fall. Aber ich habe es einfach nochmal zugemacht und wir werden uns das Ganze gemeinsam angucken. Ich habe ja einen kleinen Teaser auf Instagram, habe ich einfach ein Bild gepostet. Und es haben wirklich so viele Leute, es haben bestimmt 30 Leute oder so, gefragt, wann kommt das Video, gibt es dazu ein Video und so weiter. Also wenn ihr einer von denen seid, dann... Ja, vielen Dank. Also ihr habt auf jeden Fall mich dazu gebracht, das auf jeden Fall dazu ein Video zu bringen. Also hier sind auch, wie gesagt, viele Lafferty-Karten dabei. Also dazu kommt auf jeden Fall noch ein Video, das hätte ich auch so gebracht, wo ich alle Lafferty-Karten zeige. Davon rede ich ja auch schon seit einiger Zeit. Und habe immer da gesagt, wenn das große Paket ankommt, dann mache ich mein Lafferty-Video. Weil hier einfach so viele Karten sind, wie ihr gleich auch sehen werdet, die nicht fehlen dürfen. Ich mache das Ganze nochmal auf. Das Video wird sehr wahrscheinlich... lang sein, und denn hier sind richtig viele Karten drin, die wir uns anschauen werden. Ich sag mal so, von Lafferty-Karten will ich eigentlich nichts abgeben, von den anderen Karten mal schauen, aber wenn ihr irgendeine Karte seht, die ihr gerne hättet, wo ihr Interesse hättet oder so, dann wäre ich auch nicht unbedingt abgeneigt. Keine Ahnung, schreibt uns einfach mal auf Instagram, sagt Bescheid, die und die Karte, hätte ich Interesse, und dann vielleicht, können wir einen Deal machen oder so. Also da sind viele Karten dabei, die ich nicht verkaufen will, aber vielleicht, oder wenn ihr auch was zum Tauschen habt, wäre ich auch gerne immer dabei. Ich habe hier so Verpackungsmaterial, hier so Sleeves und so Taschen und so all und weiter. So, das war's, noch eine. Dann haben wir hier so eine, also das sind alles, also die meisten davon, oder das sind alles Sachen, die wurden bei, die habe ich halt bei eBay gekauft, aus Amerika, und die habe ich die zu jemandem, den ich kenne, in Amerika geschickt. Da wurde es gesammelt und jetzt rüber nach Deutschland geschickt. Also hier haben wir erstmal so ein paar weiße, dann haben wir hier so Toploader, zweimal mit Rookie Card, was ganz cool ist, mal schauen, wen ich da reinmachen werde. Dann hier sind alles Karten, die zeige ich euch mal hier. Von denen habe ich wahrscheinlich gekauft, keine Ahnung. Das sind einfach Karten von viele dieser amerikanischen Verkäufer, die packen immer so einfach extra Karten mit rein, um einfach so wahrscheinlich die sie rumliegen haben. Also sind alles Karten, die ich nicht jetzt gekauft habe, aber die einfach mit dabei waren. Sogar auch ein paar WM Prism hier. Aber alles Base-Karten, eigentlich auch alles Karten, die nicht wirklich viel wert sind. Aber hier manche von diesen hier Draft-Picks zum Beispiel, diese Prism-Karten, sind halt schon trotzdem ganz cool. Das sind jetzt hauptsächlich Fußballkarten, ein paar Football-Karten sind aber auch mit dabei. Ich habe hier so verschiedene Stapel, beginnen wir mal hier mit. Das könnten, ja, das sind jetzt meine ganzen Football-Karten, und danach kommt Fußball. Also Football-Karten sind nicht so viele dabei. Da sind auch Karten schon rausgenommen, die Steffen sich gekauft hat. Da habe ich die habe ich jetzt nicht mehr dabei, aber das ist jetzt einfach egal. Hier habe ich eine Topps Chrome Adrian Peterson, an die ich mich auch nicht erinnern kann, dass ich die gekauft habe. Ich wüsste auch nicht warum. Wahrscheinlich war die auch einfach so dabei. Genauso wie hier ist eine Karte in so einem Toploader von Braxton Miller, was auch ausschaut wie eine normale Rookie-Karte von Select. Die ich auch nicht gekauft habe, also hier nochmal ein paar extra Karten. Dann machen wir weiter mit, ihr wisst ja wahrscheinlich, wenn ihr uns schon länger verfolgt, unsere Football-Videos guckt, wir sind Kansas City Chiefs-Fans, und hier habe ich eine Travis Kelce 6 von 10 von Origins. Die ist auch richtig dick, die Karte, dafür, dass es eine Base-Karte ist. Travis Kelce, richtig, richtig coole Karte. Dann machen wir weiter mit Riley Ferguson von den Tigers. Hier, Luminance, Memphis Tigers. Luminance, eine richtig coole Serie, die ist nummeriert zu 99. Meine erste, bisher einzige Luminance-Karte. Dazu habe ich einige Videos von amerikanischen
YouTubern gesehen. Hier mit Autogramm auf dem Sticker. Dann habe ich eine richtig nice Karte hier von National Treasure. Kann ich ganz kurz rausholen. Ich hier mit diesem richtig geilen Patch, auch hier mit diesen Holo-Streifen, sehr, sehr geil. Tyler Irvin, 86 von 99, einfach eine coole Karte, National Treasure. Werdet ihr auch einiges vom Fußball sehen, also finde ich eine ganz coole Karte. Auch diese Karte, sehr, sehr geil. Samaje Perine, hier so eine, wie hießen die? Ja, hier von Certified Cuts auf jeden Fall, so eine Cut Autograph oder so hieß es. Also der hat auf so ein Papier unterschrieben, was jetzt hier reingemacht wurde. Und hier oben noch ein kleines Trikotstück mit sogar einem Patch. Also auch eine richtig coole Karte. Ich glaube, die ist auch nummeriert zu ja, 299. Also jetzt nicht super selten, aber eine coole Karte. Dann habe ich hier ein paar Dolphins-Karten, wo ich auch nicht mehr weiß, warum ich auf einmal drei Dolphins-Karten dabei habe. Hier Tankersley Autogramm von Prestige 2017. Da habe ich diese Inscriptions. Michael Inyu. Hot Rookies. 2014, also so ältere Karte, sieht aber eigentlich ganz nice aus. Und eine Select-Karte, Matt Hazel, auch für den Dolphins. Also bei denen war ich wirklich nicht, vielleicht habe ich irgendwas anderes gekauft und die war noch dabei oder so, keine Ahnung. Und diese Karte finde ich mega, mega geil. Bin ich auch richtig glücklich, dass ich die habe. Kareem Hunt, der ja jetzt wahrscheinlich zu den Browns geht auch. Hier Panini, Kareem Hunt. Patchkarte 15 von 15, richtig, richtig niedrig nummeriert, glänzt so. Von hinten sieht das Ganze so aus. Ich glaube, was war das? Entweder Father's Day oder, nee, hier, The National steht da auch drauf. Das heißt, von den National Convention, Player Worn Material. Aber was ich richtig geil finde, die Karte ist super dick, Leute. Die ist so dick, weil ich auch nicht erwartet hätte, weil das, der Patch, der sieht jetzt nicht so besonders aus, aber vielleicht gibt es da andere Variationen von der, wo irgendwie krassere Patches sind, die dann irgendwie größer sind oder so. Das waren jetzt erstmal die Football-Karten. Kann sein, dass noch ein paar auch später kommen, aber ich glaube, das sollte der Hauptteil der Football-Karten gewesen sein. Stefan hat noch ein paar Football-Karten, aber wie gesagt, die gibt's, kann ich euch heute nicht zeigen. Dann haben wir hier ein paar Fußball-Karten. Mauro Diaz, also ein paar MLS-Trikotten habe ich auch, die ich richtig, richtig nice finde. Mauro Diaz hier von FC Dallas. Dann ich als, also wir sind nicht nur Kansas City Chiefs Fans, sondern auch Sporting Kansas City Fans, alles von Kansas City so. Und deswegen finde ich diese Karte natürlich besonders geil. Matt Beisler Patch. Schaut euch diesen Patch an, Leute. Das ist das MLS-Logo hier, diese gummierte Version. Sehr, sehr geil hier vom, vom Ärmel. Jedoch trägt er hier das Auswärtstrikot und das ist vom Heimtrikot. Das ist ja sowas, was ich immer nicht so cool finde. Die nummeriert zu 5 von 25. Also sehr, sehr geile Karte. Und die ist auch sogar relativ dick im Vergleich zu den anderen. Also die haben sie dann wahrscheinlich extra dick gemacht. Ich kann euch ganz kurz zeigen, das sind ja die gleichen, sozusagen die gleiche Variante, gleiche Art von Trikotkarte von der gleichen Serie. Und die ist extrem viel dicker. Also ich kenne diese Trikotkarten alle so richtig dünn, relativ von den letzten Tops MLS-Serien, aber die ist echt dick. Dann haben wir hier eine Printing Plate von National Treasure von Joshua Kimmich. Die finde ich auch geil. Black Plate, One of One. Die habe ich auch relativ billig, glaube ich, sogar bekommen. Ist nicht viel zu sehen. Das ist halt die Druckplatte, mit der die normalen Karten gemacht werden. Dann habe ich Unparalleled Steven Davis. Hier 18 von 50. On Card, Autogramm. Dann Manuel Neuer, 30 von 50, National Treasure. Und hier noch Iheanacho im Nigeria-Trikot, auch On Card, Autogramm. Debut Signature zu 99, sogar 99 von 99, was nice ist. Also Iheanacho auch eigentlich ganz guter Spieler. Wobei ich glaube, als er damals ganz jung bei City war, ich glaube, viele hätten erwartet, dass er vielleicht sogar noch besser wird. Dann habe ich hier weiter Karten. Ich versuche es halt wirklich jetzt so schnell wie möglich zu machen, damit das Video jetzt nicht eine Stunde lang wird. Hier haben wir erstmal Gigi Donnarumma, 42 von 50, der italienische Torhüter, den ich auch richtig feiere, einfach weil er, seitdem er 16 ist, steht er im Tor von vom AC Milan und er ist einfach so stark. Dann habe ich mir Kevin Strootman, Select, On-Card, Autogramm auch, sehr, sehr geil. Dann Andreas Christensen, auch zu 50, der ja mal bei Gladbach war, jetzt bei Chelsea. Steven Davis nochmal, also
Trikotkarte zu 99, Mats Hummel zu 99 Trikotkarte und dann habe ich hier gleich zweimal Krikoviak als Trikot plus Autogramm von Spectra Young Stars. Die Serie ist ja auch schon ein bisschen älter. Auch Krikoviak, ich glaube, als er damals zu PSG gegangen ist, dachten alle, der wird richtig groß nochmal raus und dann ist er jetzt ein bisschen abgekackt. Aber trotzdem coole Karte zu haben. Dann habe ich hier eine Karte, die will ich jetzt noch nicht zeigen. Das ist vielleicht die geilste Karte von dem ganzen, von der ganzen Box, aber da müssen wir mal schauen. Dann zeige ich euch jetzt mal hier weiter meine anderen Karten und als letztes kommen wir dann noch zu den paar Lafferty-Karten und dann beim nächsten Mal zeige ich euch dann wirklich alle Lafferty-Karten, die ich habe. Hier haben wir Paulo Dybala Trikotkarte zu 99, National Treasure, Cuadrado zu 99, Mario Götze auch zu 99, finde ich eine coole Karte, das Bild finde ich auch cool. Dann haben wir Granit Xhaka zu 25, Joshua Kimmich wieder zu 35, dann haben wir hier Ex-Frankfurter und jetzt auch als nächster Euroleague-Frankfurt-Gegner Haris Seferovic als Autogramm von ja, Champions League Museum Collection. Davon gibt es ja auch bald eine Bundesliga-Serie. Ich glaube, die soll auch schon im April oder so kommen. Also bin ich gespannt. Ich glaube, eine Box will ich mir davon auch holen. Muss man mal schauen, wie viel dann die dann in Deutschland kostet, wie die Checklist und so aussieht. Aber die finde ich eigentlich ganz cool, diese Serie. 80 von 99, das ist die Champions League Version. Da haben wir Road to Russia hier von der WM Prism Serie, Andrea Belotti. Da haben wir ein paar Select Die Cards mit Carlos Vela, die sind alle zu 30. Diese Tie-Dyes. Dann Junuzovic und Stefan de Vrij. Dann haben wir Jason Fernandes Camouflage, die sind zu 20, 4 von 20. Carlos Bacca auch zu 20. Und dann haben wir jetzt nochmal Patch Printing Plates oder ja. Henderson, dann haben wir hier doch noch eine Football-Karte mit Justin Houston, der ja gerade, glaube ich, released wurde von den Chiefs. Und noch Carlos Salcedo als gelbe Printing Plate, was mich aber jedoch ein bisschen, ja, da bin ich ein bisschen genervt von, weil ich hätte die gerne früher bei mir gehabt, weil ich hatte wirklich, hier sind sogar ein paar Spuren zu sehen. Okay, weil keine Ahnung, weil ich wollte die wirklich hier unterschreiben lassen, weil das normalerweise eine Autogrammkarte natürlich, hier unten kommt das Autogramm hin und Salcedo hat ja jetzt bis zum Winter bei der Eintracht gespielt und ich wollte die wirklich unterschreiben lassen, aber natürlich musste er jetzt im Winter wechseln, damit ich sie nicht mehr unterschreiben lassen konnte. Ja, falls ich irgendwie nochmal die Gelegenheit bekomme, will ich das auf jeden Fall versuchen, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals noch schaffe. Sehr, sehr ärgerlich. Dann habe ich hier noch John Anthony Brooks, der US-Amerikaner, sogar zweimal als Printing Plate. Da habe ich mir auch schon gedacht, wenn die will ich auch irgendwie langfristig mal irgendwie unterschreiben lassen, aber da weiß ich auch nicht, wie ich das schaffen soll. Dann habe ich hier Peralta, glaube ich, ist das. Maurizio Pinilla als Printing Plate. Dann habe ich hier mehrere Karten drin? Ja, hier sind mehrere Karten drin. Wie gesagt, mehrere MLS-Trikotkarten habe ich mir gegönnt. Und die sind hier alle in so einer Tasche. Matt Hedges. Hier. Dann Chris Wondolowski und Lee Nguyen. Sind die drei. Die sind, glaube ich, auch alle nummeriert zu 95. Sogar, die sind, glaube ich, von letztem Jahr. Sogar 2018er, glaube ich sogar. Ja. Auch sehr, sehr nice. Die muss ich dann am Ende gleich alle mal sortieren. Dann haben wir Jao Moutinho, Autogrammkarte von WM Prism. Da haben wir mehr von dieser Museum Collection und deswegen liebe ich diese Serie oder finde die jetzt schon richtig nice. Hier diese Trikotstücke, dieses Holo, dieser Holo-Effekt, dann noch Autogramme teilweise drauf. Hier Bruno Fernandes, der könnte auch noch richtig groß werden. Ich glaube, der ist auch relativ jung noch von Sporting. Und die ist die nummeriert? Ja, die, also hier steht es in der Ecke zu 99. Ich finde, das kann Tops teilweise noch ein bisschen besser machen hier, diese Nummerierung. Dann entweder so machen, hier zum Beispiel hier in die Ecke oder so, dass es halt irgendwie reinpasst oder halt auf die Rückseite. Aber wenn es hier so mittendrin einfach ist, ich weiß nicht. Dann haben wir El Yunusi vom FC Basel, auch wieder Trikot plus Autogramm. Und dann haben wir nochmal eine Trikotkarte von André Schürrle zu 99 von National Treasure. Also viele Trikotkarten, viele Autogrammkarten und jetzt kommen wir zu meiner Lafferty-Sammlung.
So, ich habe es doch relativ schnell durchbekommen. Jetzt sind wir bei der Viertelstunde. Aber 5 Minuten dauert es bestimmt noch. Hier haben wir Kyle Lafferty. Diese Karte freue ich mich richtig, dass ich die bekommen habe. Ich habe die, glaube ich, für 2, 3 Dollar bekommen. Und ihr seht hier vielleicht, die sieht aus wie eine normale Basekarte von Europameisterschaft Prism. Aber hier steht 2016 National. Das ist eine National Convention, also eine Messe, die es jedes Jahr gibt in Amerika von Sammelkarten. Und da gibt es extra Karten manchmal von Panini und Topps macht das, glaube ich, auch. Hier gibt es halt eine National Convention und schaut mal, die ist nummeriert 5 von 5. Super selten, die konnte man nur dort bekommen, in keinem Päckchen, normalen Päckchen oder so. Und dann für 3 Dollar. Finde ich nice und richtig krass. Und bei so Karten gehen manchmal für richtig viel Geld weg. Da habe ich hier diese Equalizer-Karte von Lafferty, von Select. Da fehlt mir immer noch die One-of-One, die schwarze. Ansonsten habe ich alle, die grüne habe ich ja auch. Also die gibt es ja als Basis zu 10, nee, zu 20, glaube ich, als Camouflage, zu 10, zu 5 und zu 1. Und bis auf die One of One habe ich alle. Da habe ich hier noch die Tie-Dye von Lafferty als Die-Cut. Dann habe ich hier nochmal Tie-Dye-Trikotkarte. Kyle Lafferty hier mit dem Y von seinem Trikot. Und dann nochmal mit Teil der Drucknummer, also hier vielleicht zweimal. Die Karte sollte sich eigentlich auch nochmal zu 5 haben in grün. Auf die habe ich mich besonders gefreut, aber die war hier einfach nicht drin. Das habe ich schon ein bisschen kurz durchgeguckt. Ich habe mir jetzt im Detail davon nicht alle Karten angeguckt gehabt, aber ich habe danach gesucht, dass diese einen. Und da muss ich jetzt nochmal versuchen, dass ich die doch noch bekomme, was da schiefgelaufen ist. Aber naja, dann habe ich hier von National Treasure hier die Base Parallel sozusagen von Kyle Lafferty. 1 von 5 und nochmal 5 von 5. Bisschen unnötig, die beiden zu haben, aber ja, wenn ich die anderen nochmal sehe und die billig irgendwie bekommen habe, vielleicht mache ich dann alle 5 zusammen. Das wäre dann schon cool. Aber jetzt habe ich erstmal beide. Die One of One habe ich noch. Kam nie bei eBay Online, habe ich auch nirgendwo gesehen bisher. Dann habe ich hier nochmal die 25. Ich glaube, die 10 habe ich, glaube ich, schon hier gehabt. Dann habe ich hier nochmal eine Printing Plate von Lafferty. Da habe ich jetzt, das glaube ich, jetzt die dritte oder vierte von National Treasure. Und hier auch die passende, so sieht das halt, so sieht, nee, das ist doch nicht das gleiche. Ja, vergesst es, das ist doch nicht das gleiche. Ich dachte eigentlich, das würde zusammenpassen, aber das ist gar nicht so. Auf jeden Fall haben wir hier Trikot plus Autogramm 9 von 10. Mit so einem interessanten Trikotstück. Dann haben wir 7 von 25 und 10 von 25. So, das waren die ersten Lafferty-Karten. Und jetzt kommen die nächsten. Auf Instagram habe ich ja schon ein bisschen gezeigt, wie viele Löffel die Karten ich tatsächlich bekommen habe. Ist ein bisschen, ja, übertrieben. Hier habe ich nochmal die 21 von 99. Dann haben wir diese kleinen Trikotstücke. Da habe ich, ich glaube, die 10 habe ich entweder hier auch dabei oder. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, die 10 habe ich schon hier. Hier erstmal 19 von 35. Hier mit dem E, glaube ich, von seinem Trikot. Dann hier die 30 von 35. Das Coole bei Lafferty ist halt, die meisten Trikotstücke sind ja nur Player One. Das heißt, der Spieler hat die einfach zum Beispiel, wenn er Autogramm geschrieben hat für Panini, hat er schnell irgendwie zwei, drei Trikots angezogen und hat er sie halt offiziell getragen. Aber er hat die nie im Spiel getragen. Also ich weiß nicht, was für ein Beispiel ich hier euch bringen kann. Was habe ich hier für Karten? Oh, Mist. Zum Beispiel hier diese Götze-Karte. Diese Götze-Karte, da ist ein Trikotstück dabei. Und hier hinten steht dann, ach, schlechtes Beispiel, das ist sogar Matchborn, was geil ist, hätte ich nicht erwartet. Quadrado ist auch Matchborn, okay, egal. Also ich weiß auf jeden Fall, dass viele Playerborn sind. Die meisten mittlerweile sind, glaube ich, Playerborn. Jetzt habe ich nur Matchborn, naja, egal. Auf jeden Fall hier sind die meisten Matchborn von Lafferty, weil ich halt richtig cool finde und was nochmal ein bisschen, ja, ein bisschen besser ist für die Sammlung. Dann also hier 19 von 35, 30 von 35 und 15 von 99 und dann nochmal 24 von 99. Und die Karten kommen von, ich habe einen riesen Patch von Immaculate, wo glaube ich das gleiche Trikot benutzt wurde. Das ist nämlich ein, oh, was war das noch, was nochmal noch der Verein? Birmingham City hat er nämlich gespielt vor 3, 4 Jahren. Und da kommt zwar, die hatten ein Jubiläumstrikot, wo hier die ganzen Namen von irgendwelchen, keine Ahnung, ob die gespendet haben oder Vereinsmitglieder oder irgendwas.
Und da ist das Ganze, da ist halt ein Streifen über das Trikot. Das Trikot ist dunkelblau und dann ist da ein weißes Streifen mit diesen ganzen Namen. Und deswegen finde ich das hier einfach so cool. Hier dunkelblau halt, diese Patches. Und dann hier, obwohl es zu 99 ist, ist eigentlich ein normales Standard-Trikotstück, was langweilig sein sollte. Aber hier bei diesem Trikot stehen halt einfach diese Namen, was das Ganze nochmal richtig cool macht. Und deswegen mag ich auch diese Lafferty-Karten auch umso mehr. Dann habe ich hier zu 35 ein großes Trikotstück. Davon habe ich auch schon einige Karten. Euch auch, glaube ich, auf Instagram immer gezeigt. Vielleicht auch schon auf YouTube welche, weiß ich nicht. Mit mega kranken Patches auch zu 10 und so weiter. Dann zu 35 nochmal eine hier von der Rückennummer. Also ich finde diese Patches sind einfach geil. Also hier sind zwei verschiedene Trikots übrigens. Einmal das ist ein Nordirland-Trikot hier. Und das ist halt das von Birmingham City. Aber die sind beide laut den Karten Matchworn. Dann hier nochmal von der Nummer. Also hier einige coole Patches. Dann zu 99 in grün. Dann haben hier Kyle Lafferty Trikot plus Autogramm zu 25. Nochmal zu 25 mit einem anderen Trikotstück. Zu 99. Das war jetzt National Treasure und jetzt haben wir hier nochmal Spectra, einfach eine Autogrammkarte. Die habe ich, glaube ich, auch schon zwei oder dreimal bei mir in der Sammlung, aber die gab es, glaube ich, für $1 oder so habe ich dazu bekommen. Und dann nochmal diese Trikot, nee, nicht Trikot, Schuhkarte. Hier diese Schuhkarte 6 von 22. Ich glaube, der gute Soccer Cards World hat mir das letzte Mal auch schon so eine geschickt. Und die habe ich auch schon in auch nochmal zu 5 nummeriert. Deswegen. Richtig, richtig geil. Die sind auch richtig fett, diese Karten. Dann. So, ich muss jetzt ein bisschen sortieren. Wir sind jetzt schon über 20 Minuten, wie ich schon erwartet hatte. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Also, einmal, ich mache mal die Karten zurück in die Box. Einmal haben wir jetzt noch eine Box mit ganz vielen Karten, die ich euch ganz schnell jetzt zeige. Und zu guter Letzt, da könnt ihr jetzt entweder skippen oder wie auch immer, habe ich hier noch eine richtig geile Karte. Das ist wirklich das Highlight dieser Box und das ist das Highlight meiner Lafferty-Sammlung. So, also hier haben wir jetzt wieder eine Box mit ganz vielen Karten. Wir holen wir mal die hier raus. Das sind die Trikotkarten, die dabei sind. So. So. Die Trikotkarten wieder von der MLS. Diesmal 2000, ist das 2017? Ich glaube 2017, von der Serie habe ich auch schon ganz viele. Deswegen muss ich jetzt mal, wenn ich die einsortiert habe, schauen, wie viel mir dann wirklich noch fehlen. Also davon gab es, glaube ich, 45 verschiedene und ich habe bestimmt über 30, vielleicht mittlerweile über 35 verschiedene von denen. Manche wie Kaká und David Villa, die gab es dann nur nummeriert zu 15 oder so. Die habe ich nicht alle bekommen, weil die schon richtig teuer sind, wenn die mal bei eBay hochkommen. Aber sonst, ja. Luis Robles, der hat, glaube ich, sogar früher mal bei Kaiserslautern gespielt. Kyle Beckerman, dann David Akam, auch hier mit coolen so Punkten auf dem Trikot. Mauro Diaz, dann Benny Feilhaber mit diesem coolen Muster von dem Kansas City Trikot. Matt Beasley oder wie auch immer der ausgesprochen wird, habe ich ja eben schon von der anderen Serie diesen mit diesem MLS-Patch gehabt. Hier jetzt so Teil des Kragens oder so. Auch sehr, sehr geil. Die sind bisher alle nummeriert zu 60 gewesen. Ja, also die sind alle 60 oder ich glaube, manche sind auch zu 50 manchmal. Aber die sind eigentlich alle 60 oder 50. Dom Dwyer, dann Nagby, auch mit so dieses Trikot. Das ist von dem Auswärtstrikot hier, aber nicht von dem hier, sondern vom Auswärtstrikot. Das hat so einen richtig geilen so Lava-Effekt, finde ich, so ein bisschen drauf. Habe ich auch schon einige Karten von dem Trikot. Graham Susi, dann haben wir Oyster. Roseberry, Hamid, die habe ich schon mal, aber die war geknickt. Also falls ihr schon sehr, sehr lange unsere Videos guckt, dann wisst ihr das auch. Wright Phillips, dann haben wir hier Cher, Mané und Nguyen. Also, oder Nguyen. Also eine ganze Menge an Trikotkarten. Dann gehen wir jetzt hier diese Karten durch. Und schauen uns an, was wir hier Geiles haben. Die kommen alle in ein Album. Und das ist wieder alles MLS. Ich muss noch Karten gucken. Ich glaube, das ist alles von der gleichen Serie. Weiß ich nicht. Das sind jetzt Base-Karten-Sets. Und es müssten Komplett-Sets sein. Ich habe gerade gesehen, das fängt an mit 200. Das geht dann anscheinend von hinten nach vorne los. Hier, Vancouver Whitecaps. Das ist jetzt Nummer
Das ist von 2016, die MLS-Serie. Und ich glaube, für diese ganze Box, also ohne die Trikotkarten, die habe ich schon mal extra, aber diese ganze Box mit diesen verschiedenen Serien habe ich, glaube ich, zusammen irgendwie $5 bezahlt oder so. Für diese ganzen Base-Karten-Sets, finde ich, muss ich einfach mitnehmen. Und deswegen, ja, wenn euch das nicht interessiert, also bleibt auf jeden Fall dran, um die andere Lefty-Karte noch zu sehen. Oder, ja, skippt einfach. Wie ihr wollt. Whitecaps, Toronto, Kansas City, San Jose, Salt Lake City, Timbers, die anscheinend davor gewonnen hatten, Philadelphia Union, Orlando, Red Bulls, New York, Revolution, New England Revolution, Montreal Impact, Galaxy, Dynamo, Dallas, United, DC United, Columbus Crew und Colorado Rapids, dann noch Chicago. Und dann machen wir weiter mit den 24 Under 24. Das sind die 24 besten Spieler unter 24. Eric Palmer Brown, Tommy Thompson, Alvis Powell, Polster, Cao, Melano, Rivero, Fagundes, Ferrell, Lawrence, Acosta, Agudelo, Lava, Torres, Larin, keine Ahnung, Plata, Poku, Ship, Trap, Legit, Mané und Castillo. Also, wenn ihr euch für die MLS interessiert, viele von den Spielern sind wirklich richtig gute MLS-Spieler mittlerweile. Einige haben, glaube ich, auch schon international gespielt, wie dieser Larin, glaube ich, bei Beşiktaş, weiß ich aber nicht genau. Aber jetzt keiner ist jetzt wirklich ein Superstar geworden, bisher zumindest. Kamara, Lloyd Sam, Austin, Garrick, Pontius, Saunders, Didier Drogba, das sind halt die geilen Karten, dass man so Spieler hier noch drin hat. Marshall, Espindola, dann haben wir Herbert von Rookie-Karte, Campbell Rookie, Jimenez, Seren, Yaro, Rookie, Melia, Higuain, Fischer Rookie, Rojas, Mulholland, ich kenne die auch nicht alle. Jack Harrison, der ja mittlerweile bei Manchester City spielt, hier Rookie-Karte, Borgers, Cheru. Rosenberry als Rookie, Morris Rookie, Jordan Morris, einer der besten MLS-Spieler mittlerweile, Reddy Wright Phillips, Rodgers, Franklin, Romero, Kjaestan, Polk als Rookie, Stevie G, jetzt ja Trainer bei den Glasgow Rangers, Steven Gerrard, auch richtig geil hier bei LA Galaxy, Serna, Kato, Rimando, Francis, Kemp, Maram, McNamara, Cole. Hier, Ashley Cole kennt ja auch jeder. Garcia, Brune, Ridgewell, Ulloa, dann noch Red Davis. Ich finde auch, ich finde das Kartendesign wirklich cool. Und ich finde auch cool, dass so auch so ja, Actionbilder hier von der seitlich gibt. Gilberto, Magalhães oder so, Rookie, Evans, Morales, Wondolowski, Bowden, Emeriqua, Simon, der Belgier, dann Clint Dempsey, ja, amerikanische Legende, Piatti, Laria, Rookie, David Villa, richtig, richtig geil die Karte, Cronin, Ricardo Clark, auch früher mal in der Bundesliga bei Frankfurt gespielt, Akindele, Barnes, Michael Bradley, auch lange Zeit bei Gladbach gewesen, Quaresi, Igbonanike, Jillsbury und Frey. Und das ist jetzt Nummer 91, das heißt, es sollten noch mal mehr kommen. Und es sind jetzt in diesem Pack hier sind mehrere Serien. Deswegen ist es auch so voll. So, also, wie gesagt, ich will euch wirklich alle Karten zeigen. Sapong, Maidana, Nagamura, Clark, Morgan, Oduro, Beckerman, Letou, Edu, Caldwell, Julian Büscher, auch deutscher Spieler. Wo spielt der jetzt nochmal? Ich glaube, der war bei LA Galaxy danach. Ich weiß nicht genau. Rookie-Karte auf jeden Fall deutscher Spieler. Drew Moore, Laren Tomsic, Rolf, Hamid, Carr, Beasley, Sandoval, Fabinho, Mullins, Nguyen, Collins, Susie, Powers, Saborio, Frank Lampard, auch kranker Spieler, Villarreal, Barrios, Osorio,
Andrea Pirlo, also das ist wirklich eine geile Serie damals gewesen, geiles Jahr, weil da richtig viele ja, alte europäische Legenden dabei sind. Pirlo, Cher, Teschert, Hollis Rookie, Gordon, Higuita, Discarute, Solignac, Bigham, Hedges, Donadell, Robbie Keane, auch der irische Legende, Valeri, richtig krass Argentinier, Nogueira, Miranda, Salinas, Johnson, Adi, Doyle, Tierney, Gonçalves, Robles, Arnaud, Busch, Giovanni Dos Santos aus der Barca-Jugend, Bunbury, Endo Rookie, Myers, Chani, McCrary Rookie, Pfeilhaber, Altidore, Ekhem, Dwyer, Shuttleworth, Paris Garcia, Kaká, richtig nice Karte, Matt Beasley, Finley, Abeng, Krella, Martins, Davis, Nagby, Alashi, Charlton, Carey Charlton, der jetzt bei, wo spielt der jetzt? Bei Paderborn, glaube ich. Hollingshead, Chiara, dann Tarball Rookie, Espinosa, ja, Diaz, Alonso, McCarthy, Beltram, Mattox, Zardes, Irvin, Harris, Morales, Delgado, Sebastian Giovinco und, oh, das ist nochmal eine Trikotkarte. Also, Giovinco war die Nummer 1. So, Leute, wir haben es geschafft mit Tops MLS 2016. Und es kommt noch mehr, Leute. Erstmal hier eine Autogrammkarte von Matt Beasley und von Ben Davis von Premier League. Wie hießen die? Premier, oh, es war auch Gold. Premier Gold, das ist von letztem Jahr. Dieses Jahr gab es ja, wie hieß die dieses Jahr? Premium oder sowas. Also hier nochmal zwei dazu. Und jetzt kommen nochmal. Jetzt kommt nochmal eine zweite Serie. Erstmal sind hier wieder irgendwie so andere Karten dabei. Und jetzt gehen wir also die zweite Serie durch. Und dann haben wir es auch für heute fast geschafft. Dann kommt noch die Lefferty-Karte. Und ja, also wir fangen diesmal an mit Nummer 1, glaube ich. Ja, Giovinco Nummer 1. Das ist jetzt Apex Soccer. Richtig, richtig geile Serie. Schade, dass es die nach nur zweimal, glaube ich, gab. Auch das ist 2016. Die hatte so geile Trikotkarten, so geile Sachen. Wirklich schade, dass es die nicht mehr gibt. Ich hoffe, Topps soll die mal neu rausbringen. Die Top, neuen Topps 2019 Karten scheinen ja auch wieder mehr Trikots und so zu haben. Bin ich mal gespannt, wie die denn aussehen werden. Sebastian Giovinco, ihr seht hier auch schon so einen Glanzeffekt. Also sieht geil aus. Allein die Base-Karten schon. Giovinco, Jermaine Jones, Jack Harrison, Oduro, Akindele, Plata, Alstedt, Merem, Saborio, Piatti, Yabo, Rosenberry, Robles, Kaká, Letou, Morales, Powers, Bradley, Bingham, Thompson, Grella, Nguyen, Laren. Oder wir gehen hier bei denen, ich gehe alle durch, aber wir bleiben nur bei denen, die man ja kennen sollte. Drogba auf jeden Fall. Kyle Beckham kennt man aus der aus der MLS auf jeden Fall. Simon, Portugies, Belgier, was sage ich? Lawrence, guter Außenverteidiger. Pfeilhaber hat früher beim HSV gespielt. Dann an Wright Phillips, auch guter Spieler. Stevie G natürlich auch, nicht, auch dabei. Andrea Pirlo muss man kennen. Discarute kennt man auch aus Europa. George Morris, wie gesagt, guter junger US-Amerikaner. Trapp. Frank Lampard, sehr, sehr nice. Ich glaube, Kaká hat nie Kaká hat nicht schon, oder? Ich weiß nicht. So, Clint Dempsey kennt man. Nigel hat man schon mal gehört. Robbie Keane kennt man. Ashley Cole kennt man. Ricardo Clark wieder. Shelton, wie gesagt, jetzt bei Paderborn. Dos Santos natürlich. Acosta mittlerweile richtig gut. Tim Howard. Hier als Rookie-Karte, weil er sozusagen zum ersten Mal bei einer MLS-Serie sozusagen auftaucht, glaube ich. Aber mit dem Alter hier. Lange Zeit für Everton unter anderem gewesen. Dom Dwyer kennt man natürlich, Susi kennt man. Und zuletzt nochmal David Villa. So, Leute, und wenn ihr jetzt
komplett geschafft habt, dann habt ihr euch auch verdient, diese Karte anzuschauen. Denn die ist so mega geil. Da hole ich mir noch so eine magnetische Hülle. Schaut euch die an. Ist sie nicht geil? Ja, okay, ihr seht noch nicht viel. Hier, National Treasure Dual Jersey Autographs. 9 von 10. Wenn ich das Ganze umdrehe, sieht man Nordirland. Kyle Lafferty Forward. Gareth McAuley Defender. Und dann, Leute, hier an der Seite steht National Treasure. Und ihr könnt euch jetzt gleich schon denken, das ist ein Booklet. Schaut euch das an. Einfach so ein kleines Büchlein mit Autogrammen, mit geilen Patches, zu 10 nummeriert. Das ist auch schon mal nice. Gibt es auch höher nummeriert, ich glaube zu 35 oder zu 49, weiß ich genau. Hier mit geilen Patches. Steht hier drauf zu den Patches. Player One Material and Autographs. Also hier steht Player One. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel das, weil die ganzen anderen Lefty-Karten ja alle Matchworn sind, es kann auch sein, dass das Matchworn ist und das Playerborn und dass sie deswegen nur Playerborn schreiben. Aber ja, ist jetzt eigentlich auch egal. Sehr, sehr geile Karte, finde ich auf jeden Fall. Die kommt dann in so eine Schutzhülle, dann ist sie so offen und einfach geil. Sehr, sehr geil. So, ich hoffe, es hat euch für euch gelohnt. Ich hoffe, es sind noch einige so lange dabei geblieben. Ich kann aber auch verstehen, wenn man jetzt vor diesen Teamsets jetzt von der MLS weggeschaltet hat. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Viele von euch wollten dieses Video unbedingt sehen, deswegen habe ich es auch gemacht. Ich weiß, dass es lange ist. Ich weiß, dass es jetzt viele Karten waren. Und ich weiß, dass es vielleicht auch etwas anstrengend war. Nicht nur für mich, das jetzt zu drehen, sondern auch anzuschauen. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen guten, interessanten Eindruck bekommen von meiner Sammlung und von meinen Neuzugängen. Und ja, dann war es das von mir für heute. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas gesehen habt, was euch wirklich gefällt, außer die Lefty-Karten, dann schreibt mich auf Instagram an, @buddysunited, und so könnt ihr auch uns einfach folgen. Und das war's dann von mir für heute. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert nicht vergessen, und dann sehen wir uns bald wieder hier bei Buddys United. Ciao.